ألف باء تاء. الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Brüder, das ist unsere erste Stunde, inshallah, machen wir Arabisch Alphabet, nur Arabisch Alphabet lernen. Von Alif bis Ja. Heute, inshallah, nehmen wir nur drei Stück, Alif und Ba und Ta. Diese drei Buchstaben. Machen wir erstmal das Datum. Kann man sehen, Schrift? So. Ich mache die Tafel, ein Stück erstmal. Und ich sage euch warum. Ich benutze drei Farben. Ja? Ich mache mit dem Schwarz nur die Buchstaben erstmal. Nur Buchstaben. Harf. Alif. Nochmal. Alif. Und nochmal. Alif. Wow. Ja. Solche Buchstaben jetzt, ohne Zeichen, Harakat, diese Zeichen, Harakat, für Anfänger ein bisschen schwer, ja, kann man gar nicht lesen. Deswegen habe ich nur erstmal nur Buchstaben, ohne Harakat, ohne Zeichen. Deswegen habe ich gesagt, ich benutze drei Farben. Gibt es welche Harakat, was oben kommt? Ja? Und gibt es welche Harakat, was unten kommt? Mache ich jetzt die Harakat. Das ist eine Linie. Was oben kommt und was unten kommt. Diese Zeichen, Harakat mache ich immer mit dem roten Stift. Ein Strich oben. Heißt Fetha. Dieser Strich heißt Fetha. Und dann kommt einer unten, heißt Kasra. Kommt immer unten, Kasra. Und dann wieder oben, Dumma. Diese Zeichen, Dumma. Oben zwei Stück davon. Dummatein. Ja, Dummatein. Und dann kann man auch sagen, Tenuin. Wenn wir ein bisschen Arabisch mehr lernen, das heißt Tenuin. Und dann kommt nochmal zwei Fetha. Auch Fethatein. Auch Tenuin. Kommt auch. Und dann kommt diese Zeichen, Sukun. Heißt Sukun. Und dann wieder unten. Kann man sagen, Kasratain, auch Tenuin. Tenuin, das sind drei Stück. Eins, zwei, drei. So. Jetzt mache ich ein bisschen Helm auf Deutsch helfen. Was bedeutet diese Zeichen? Mache ich dann mit dem Grün. Fatha. Das ist wie ein A. Ja? Und dann haben wir Dumme wie ein U. Haben wir auch Tenuin, Dummatein, wie ein Un. Tenuin, Fathatein. An. Dann haben wir Kasra, I. Und dann Tenuin, Kasratain, das wie ein In.
Das sind die Harakat, was da gibt, ja? Und andere, kommen wir auch hier gleich drauf. Erstmal machen wir mit dieser Harakat, diese Buchstaben, was hier geschrieben, versuchen wir mit der Harakat dazu rein. Jetzt mit dem Rotstift. Das ist Harf al-Alif. Harf al-Alif. Aber wenn wir einen Strich nach oben, sagen wir nicht Alif, sagen A. A. Wenn wir Dumma machen, oben, sagen wir U. Wenn wir zweimal Un. Hier auch, das kommt immer auch wenn Wow und dann Hamza oben drauf, kommt auch Un. Und hier, Hamza vor Lia, weil das ist genau wie diese hier, aber ist Hamza drauf oben, kommt immer An. Und hier unten In. Bleibt nur das hier, Sukun. Das ist ein bisschen, glaube ich, ein bisschen schwer, aber bleibt. Haben wir nichts anderes. So. A, O, Un, An, In, Bei diesem. Harf Alif haben wir nicht so viel. Wenn wir den zweiten Buchstabe, dann können wir auch richtig die Harakat richtig hören und lesen. Beim Alif haben wir, auch, wir können auch mit dem Alif keine Beispiele zum Beispiel geben. Alleine geht das nicht. Aber wenn bei zweiter Buchstabe, dann versuchen wir ein Beispiel. Ist eingekommen? Verstanden? Gut. A, U, Un, An, In, Versuchen wir mit dem zweiten Buchstabe, Harf, B. Aber muss man richtig achten, ja? B kommt zum Anfang, wie geschrieben, am Anfang und dann in der Mitte und am Ende mit Buchstabe und am Ende getrennt. Das sind vier. Am Anfang, in der Mitte mit und dann am Ende mit Buchstabe und am Ende getrennt. So. B, Harf, B, am Anfang. Ja. In der Mitte. Ja. Am Ende mit Buchstabe. Am Ende getrennt. Sind vier Stück verschieden. Ja? Kommen wir nochmal welche. So, jetzt kommt diese Harakat, was wir haben gemacht haben. Kommt darauf jetzt. Mit dem Rot. Wenn hier oben, was sagen wir dann? Ba. Ba. Nochmal als Beispiel. Harf Ba. Das ist B. Ja. Haben wir am ersten Klasse, sagt ja immer B. Nicht B, B. Aber wenn diese Haraka oben drauf, das ist wie ein A, dann ist da. Da.
Dhamma ist Bu. Ja, Bu.